Ich hätte ihn retten können. Was, wenn das Aaron ist? Niemals. Verdammt. Das ist noch eine Falle. Es ist hier der einzige Ausweg. Also finden wir es raus. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Irgendwie ist das der erste Teil der Dark Pictures Anthologie, wo ich tatsächlich ist das denn so klug? Voll ablose. Wir haben keine andere Wahl. Die ist wirklich zu... Kontrollieren nur noch mal. Nicht, dass ich ihm nicht glaube, aber ich will halt nicht hier rein. Das ist gerade das Problem. ja, ich wusste ja schon, wie der Typ sterben würde, nämlich mit Feuer aus der Wand quasi. Ja gut, so ganz, ja doch, eigentlich war es aus der Wand. Ich konnte es trotzdem nicht verhindern. Ich habe jetzt nach allen Möglichkeiten probiert, da rauszukommen, aber ich kam nicht aus der Falle raus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwas hätten anders machen müssen. Ich denke mal, dass wir zweimal das Gleiche hätten drücken müssen. Vielleicht zweimal die Tür. Man weiß es nicht. Es ist hier alles so dunkel. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwas Blinkendes übersehe. Da auch nicht. Hab ich mich jetzt erschrocken? Muss der hier so vor mir stehen? Oh. Junge, ernsthaft. Im Klo ist nicht zufälligerweise ein so ein Ding drin oder so. Das wäre ein bisschen ekelhaft, ob ich sag mal, ne? Man nimmt ja, was man kriegen kann. Keep looking around. Was? Also das hat sich leider nicht verbessert in den letzten Tagen. Wir haben immer noch keine Übersetzung vom Englischen teilweise. Sehr seltsam. Oh, oh. Das ist Blut, Leute. Ist das Blut? Ja, habe ich gerade gesagt. Da drüben, das ist das Blut. Kommt ihr mit? Ja. Ist das ein Schwimmbecken? Columbus Bar. Laura hier am Empfang. Was zur Hölle? Der Columbus Bar ist jetzt für Gäste geöffnet. Wir behandeln jeden unserer Gäste hier wie ein echtes Kunstwerk. Dieser Mistkerl. Er beobachtet uns. Wir behandeln jeden Gast wie ein echtes Kunstwerk. Okay. Muss ich hier runter oder auf der anderen Seite? Wahrscheinlich hier, ne? Oh oh, da liegt schon einer. Guck mal hier nochmal eben schnell, ob hier noch irgendwas ist, was wir einsammeln können. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich dann irgendeine Szene auslöse oder sowas, bevor ich rübergehe. Da könnten versteckte Informationen sein. Ah. Jesse Clark, Bauleiter. Okay. Es wäre nur schön, wenn du auch Deutsch mit uns reden könntest, aber ist in Ordnung. Wir schauen mal. Was leuchtet denn jetzt hier so rot? Ist er das? Was hast du denn hier für eine komische rote Leuchte? Kann man hier nicht rein? Hallo? Ich will hier durch. Hallo? Ist das, weil er hier so blöd im Weg steht oder wieso? Oder kann ich nur von der Seite? Kann ich gar nicht rein. Okay, es ist aber auch nur ein Loch, so wie es aussieht. Theoretischerweise müssten wir da hoch, oder? Mal gucken. This way? Weiß ich noch nicht. Folgt mir einfach. Ich weiß auch nicht, wohin es geht. Gucken wir mal in der Ecke, ob hier noch irgendwas liegt. Da kommen wir nicht weiter. Oh, hab ich mich gerade. Alter, ernsthaft. Kann ich dich untersuchen? Nee, ne?
So nackt da hier. Wahrscheinlich sind hier überall diese Puppen irgendwie dazwischen. Ist die Tür jetzt noch weiter aufgegangen? Willst du mich verarschen? Oder ist das jetzt nur meine Fantasie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da ist noch eine. Oh. Ey, wenn ich irgendwas richtig grausam finde, dann sind es diese scheiß Puppen in Horrorspielen. Ich sag nur Resident Evil DLC. Scheiße! Was? Was willst du? Ich meine, ja, hier sieht's eklig aus, aber fluch doch nicht so. Da ist noch was. Da, da, da. So, an unser gesamtes Personal von Dr. Pulley. 19. April 1934. Deckeneinsturz im Heizungskeller. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasserzufuhr kam. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Können wir das noch... Rechnung Columbia, das können wir nicht bezahlen. Okay. Hat da nicht nur eine zweite Sache geblinkt? Da waren noch zwei Sachen gerade irgendwie nebeneinander, die geblinkt haben. Na gut. Hatte ich hier noch was? Blinkt nichts, ne? So wirklich. Ach, das ist mein Gesicht unten links. Oh. There must be something useful around here. Ja, aber was soll hier Nützliches sein? Ich sehe hier ehrlich gesagt nichts und wir können jetzt schlecht. Oder muss ich doch näher rangehen hier, damit es leuchtet? Nee, ne? Oder meint die, da drin muss irgendwas Nützliches sein? Dass ich vielleicht langsamer mich umschauen muss oder so? Weil mehr kann ich halt nicht in die Ecken gehen. This way? Hm. Und nu? Unten kann man auch nichts machen? Wo fragt er jetzt eigentlich immer von wegen this way? Wo ist der überhaupt? Hallo? Hey, Junge, warum guckst du die ganze Zeit so nach oben? Was siehst du denn da, was ich nicht sehe? Oh, eine Puppe. Ja, das hätte... Das hätte er mir jetzt aber nicht zeigen müssen. Moment, warum ist er jetzt da hinten? Okay. No point just standing around. Redet doch einfach Deutsch mit mir. Das macht das Spiel viel schöner. Okay. Ach so, sie guckt nach oben, weil wir nach oben müssen. Verstehe. Ist hier denn noch irgendwas, was wir theoretischerweise einsammeln können oder so, angucken können? Och, geh mir... Hallo? Gehst du mir jetzt mal aus dem Weg hier? Geh. Los. Alter. Gehst du, wenn ich weggehe? Mein Gott. Das ist doch nicht normal, dass die NPCs sich immer so selten dämlich in den Weg stellen. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht das erste Spiel. Oh, ich habe irgendwas gehört, wo das so passiert. An alle Gäste mit Kramerhandlung, bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Mhm. Habe ich schon gesagt, dass ich Spiele hasse, wo es so dunkel ist? Also nicht nur... weil das natürlich irgendwo auch ein bisschen gruselig ist, sondern in erster Linie, weil man einfach nichts sieht.
Es ist voll nervig. Moment, hier ist nichts. Seht ihr das? Das Foyer-Schild? Mark, hilf mir mal. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. 3, 2, 1, los! So. Nein, ich wollte mich doch noch umsehen. Leute. Kate? Was ist passiert? Wir kommen zurück, bleibt da! Beeilt euch! Oh, das tat weh. Nein! Was? Das steht nicht im Skript. Ich wollte mich noch umsehen. Warum macht ihr sowas mit mir? Okay, hier ist anscheinend nichts. Okay, da kann ich rüber, wenn ich richtig sehe. Hier ist alles zu, aber auch nichts auf dem Boden. Gucken wir. Gehen wir erst da rüber? Gucken wir erst? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wahrscheinlich ist das so ein Rundgang, oder? Hier blinkt nichts. Oh, okay. Ist kein Rundgang, aber wir können was mitnehmen. Graffen Dumé, Bauherr. Da ist nichts auf der anderen Seite, okay. Ach, 2 von 5. Ja, klar, wir müssen ja auch Visitenkarten sammeln. Also wir müssen nicht, aber wir können. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal hier weitergehen. Jetzt stell dich mir nicht hier in den Weg rein. So. Da sollen wir wahrscheinlich rum. Also gehen wir erstmal kurz hier gucken. Was zur Hölle? Hallo? Ich meine, ihn habe ich schon gesehen, aber dieses Geräusch gerade. Oh, Alter. Da kann man raus. Fuck, man kann klettern und man kann vorne. Oh, schon wieder so ein. Ey, nachdem ich Resident Evil gespielt habe, ganz ehrlich, da denke ich jetzt die ganze Zeit, die Viecher laufen jetzt hier gleich rum. Oh. Oh. Hier hat aber auch was geblinkt. Da gucken wir jetzt mal als erstes. Ach so, okay. Ist eine Münze. Sehr schön. Also, wir können rausklettern. Die Frage ist... Ach so, das ist gar keine echte Leiche. Oh, ich dachte schon... Ah. Frank Holtman. Bauingenieur. Okay. Dann Hallöchen, du Drecksack. Hier stehen auch nochmal 2. Jetzt ist deine Krähe. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, wovon hat sich die Krähe jetzt gerade erschreckt? Ich gehe dann mal in die andere Richtung. Komm, wir müssen weg. Los. Oh Gott. Bleib dran. Natürlich. Wie bleibt dran? Wo dran? Trotzdem, warum läuft er mit Infrarot rum? Fickt euch! Was zur Hölle war das? Das war eine Einlage aller Alien. Ihr könnt mich mal.
Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas so ganz locker, so nach dem Motto. Ja, so eine Karte oder irgendwie sowas in der Art, genau. Monika Hart, Logistikkoordination. Oh Gott. Ich glaube, das sind. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das sind die Namen, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gelesen haben. Also dieses Team, was irgendwie hier ist. Da geht's weiter. Oder was hier war, besser gesagt. Ne? Also die sind ja nicht mehr hier. Hier sehe ich jetzt nichts. Oh, leucht mich doch nicht immer mit diesem scheiß Infrarot oder was das ist an. There must be something useful around here. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Ich sehe nur gerade nichts bei dem Licht. Ich sehe hier echt, ich wollte es ja eigentlich, ich habe es glaube ich sogar schon ein bisschen heller gemacht. Aber, achso, ich muss hier runter. Ich sehe noch nicht mal, dass ich runterspringen muss. Also das ist echt. Ich erschrecke mich wahrscheinlich jetzt mehr vor meinem eigenen Kumpel hier. Als vor allen anderen gleich. Also hier ist aber nichts, was blinkt. Hier können wir auch nicht weiter. Wenn du mir jetzt wieder im Weg rumstehst, ne, und ich jetzt deswegen wieder nicht durchkomme. Ich dachte, das ist jetzt was Nützliches runter. Gefallen anscheinend nicht. Ah! Es muss einen Ausweg geben. Das weiß ich. Der Lars. Nee, das ist gar kein Bär gewesen. Das war ein Hund oder sowas, ne? Das Problem ist, ich kann mich hier nicht vernünftig bewegen, weil ich nicht sehe, wohin ich überhaupt laufe. Kann man hier... Kann man nicht hoch, ne? Nee, anscheinend nicht. Kann ich da runter? Auch nicht. Ich kann aber daneben. Das könnte auch hilfreich sein. Okay. Oder auch nicht, weil man hier nicht weiterkommt. Also wie gesagt, es wäre echt fantastisch, wenn man hier irgendetwas sehen könnte. Ich weiß ja nicht... No point just standing around. Was? Ist das ein guter Punkt, um einfach rumzustehen oder was? Also da oben kommt Licht raus, aber da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Denke ich. Ich sehe ja hier nichts, das ist das Problem. Da komme ich auch nicht rum. Das ist alles mit Balken hier abgestützt, wenn ich das richtig sehe. Theoretischerweise müssen wir von hinten eventuell da hoch, aber ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist. Da müssten wir rüber... Oh! Ah! Nein! Oh, du selten dämliche Kuh. Das ist das Problem, was ich meinte. Ich sehe nämlich nicht, wo ich hingehe. Hier liegt auch nichts mehr oder so. So, einmal rüber. Dann. Oh nee, nicht balancieren. Oh nein. Ach, ihr könnt mich doch mal. Echt jetzt. War das mit rechts oder mit links? Mit rechts, okay. Ich muss nicht balancieren, sehr gut. Muss ich jetzt hier rüberspringen? Nee, da muss ich runterspringen. Wieso muss ich runterspringen? Kann ich da dann wieder hoch? Ich hoffe. Wenn ihr mich jetzt hier verarscht, ne, Leute. Ist denn hier unten noch irgendwas, was man aufsammeln kann? There must be something useful around here. Ernsthaft jetzt? Wer hat diese ganzen scheiß Puppen hier überall hingestellt? Hier ist aber nichts Nützliches. Also halt die Klappe und geh da oben zum Ausgang. So. Ich hoffe, er kommt mir überhaupt hinterher. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich höre ihn aber. Komm, noch ein bisschen weiter. Ganz so langsam brauchst du dich auch nicht zu bewegen. Das Problem ist, das ist wahrscheinlich der Ausgang, aber der ist zugemauert. Mark, hilf mir hier bitte gerade mal. Ach, das ist ein... Ah. Also. Ich nehme an... Wieso ist sie jetzt wieder aus?
Ich nehme an, dass er das so geplant hat. Oder dass es einfach nur vom Spiel so gemacht, kann natürlich auch sein. Dass wir hier zu zweit rein sollten. So von wegen die Spinne und die Fäden, ne? Ha. Das ist das mit dem Bauarbeiter. Darüber sind wir jetzt, okay. Ja, ein bisschen schneller darfst du dich schon bewegen. Das heißt aber, glaube ich, dass wir jetzt bald bei ihr sind, oder? Das sieht mir jetzt nicht ganz danach aus. Muss immer gucken, ob hier irgendwo noch was am Blinken ist, dass ich noch was mitnehmen kann, weil es ist halt nun mal so, ne? Irgendwann kommt die nächste Sequenz. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sei still. Nein! Monika! Nein! Nicht. Bitte, sei still! Bitte. Oh, fuck. Erstmal gucken, ob hier irgendwas leuchtet. Die Tür können wir öffnen. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, passiert dann wahrscheinlich 9 Sekunden. Was zum Teufel? Ja, ja. Was ist das? Das weiß ich nicht. Ist das eine Art Botschaft? Er will uns Angst machen. Oder uns was sagen. Ich bin eine Frau, ich muss ja überall mit den Fingern rangehen, oder wie war das? Oh Gott, ich hoffe, das ist keine Falle. Mist. Ah. Eine Sekunde ist da noch. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das Ding geht jetzt nicht an, wenn ich den Schlüssel nehme. Spa-Generalschlüssel. Hier ist so nichts. Geht da nicht zu nah dran. Und jetzt ganz schnell wieder raus. Nicht, dass das eine Falle ist. Okay. Ah, wir hätten die Tür auch gar nicht öffnen können. Okay, verstehe. Liegt da irgendwas? Nee, ne? Nee. Weißt du, diese scheiß Vögel und dann drehst du dich um und dann stehen diese blöden Dinger da vor dir. Ey, Alter. Ich sag ja, das ist schlimmer als irgendwelche Horror oder so. Eine Münze, eine Münze. Eine Münze für meine armen Nerven. Oh oh. Hm. Heißt das, er beobachtet mich von da hinten aus irgendwie? Da unten ist ein Loch. Da sind wir doch reingekommen. Ah ja, genau, da sind wir reingekommen. Alter. Ich darf auf jeden Fall keine Horrorfilme mit irgendwelchen Puppen spielen. Also das ist... Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist grausig. Mark, hier. Weg mit dem Schreibtisch. Hallo? Mark? Jamie? Hier. Kate. Wir sind okay. Wir sind okay. Gott sei Dank. Wir haben einen Schlüssel. Nichts wie raus hier.